So Leute, hallo und willkommen zurück zu Kapitel 3 von Resident Evil 4 Remake. Ja, es geht direkt weiter, wo es in der letzten Folge aufgehört hat. Wir müssten weiter Richtung Kirche gehen jetzt, ja? Aber lass uns erstmal aus diesem schaurigen Haus hier verschwinden. Und es wirkt so, als wäre es dunkel draußen jetzt. Ja, ist ein bisschen dunkler geworden. Und da ist unser Doggy! Den retten wir natürlich. Endlich. Pass auf dich auf, Kleiner. Wunderbar. Sehr cool. Den habe ich da ganze Zeit gesucht und wollte und habe Angst gehabt, dass wir ihn übersehen. Ah. Weiter geht's. Ob wir halt auch wieder zurückkommen zu dem ganzen anderen Gebieten, allein schon wegen dem Schlüssel und so. Ja, gespannt. Eieiei. Gehen wir jetzt in eine Höhle rein, sag einmal. Bringt's was, wenn man das da oben versucht kaputt zu machen? Hm, nicht wirklich. Ah. Ein bisschen Geld. Na dann, weiter geht's. Da hat er mich gesehen. Ahahaha. Oh, jetzt hat er mich gesehen, ne? Hab ich wieder getrietschelt? Ich hab wieder getrietschelt. Wir sind wieder im Dorf. Wir haben noch die Schatzkarte gekauft. Lass uns mal einen Blick darauf riskieren. Okay, also uns wird auf jeden Fall da hinten einer angezeigt. Wie kommen wir denn da hin? Achso, über den Weg hier wahrscheinlich. Und hier gibt es auch einen Weg nach unten. Ja, hier kommt man irgendwie nur mit der Ada nach oben. Also mit Ada, sag ich, mit unserer kleinen Prinzessin. Und hier, also kommen wir mit der auch hierher. Da ist auch noch ein Schatz. Ah ja, für den Schlüssel. Dann werden wir das mal kurz ablaufen. Gucken, ob wir jetzt mit dem Schlüssel hier reinkommen. Wahrscheinlich braucht man da den kleinen Schlüssel für. Ja. Und alter Kompass. Mhm. Na dann. Und hier drüben sollte... Oh! Oh, Ficker. Oh, was ist denn das hier für Scheißviecher? Oh. Oh. Oh, wie viele? Willst du mich verarschen? Oh. Oh, das sind ja wieder Viecher. Alter, ich flipp aus. Ich flipp so aus. Wir haben keine Schrotflinte, ne? Alter, mich hat's jetzt so gerissen. Scheiße. Oh Mann, ey. Boah. Was waren denn das für ekelhafte Hunde? Habt ihr die gesehen? Wo sind sie? Wo sind die Hunde? Wir kommen zumindest hier hinter. Ich will es nur da hinten mal nachschauen. Oh, da werden bestimmt auch noch andere Kreaturen auf uns lauern. Wenn hier jetzt schon welche waren. Ganz vorsichtig. Ich will nur gucken, ob der Schlüssel funktioniert bei dem Ding da hinten. Nein, wir brauchen einen anderen Schlüssel dafür. Ich werde wieder zurückgehen.
Wow, ey, wie es das zerfetzt hat, das Gebäude, und ich bin so erschrocken. Uiuiuiui. Und wie viele Hunde waren denn das? Das waren ja gefühlt, keine Ahnung, 4, 5 Stück. Ich höre sie zwar, aber sehen tue ich sie nicht. Dann können wir wenigstens schon mal ihn weghauen. Der Kopf ist weg. Ja, wir können ihn jetzt in den Arsch schießen, aber den Kopf nicht so wirklich, ne? Geht doch. Einer ist weg. Was für Mäuler haben die? Scheißen Dreck, ey. Dass man hier reingeht. Oh nein. Oh, Ficker. Die killen uns gefühlt. Oh, rein, rein, rein. Es macht doch auf die Scheiße. Oh Mann, ey. Aber hier kommen sie wenigstens nicht rein. Wahnsinn. Munitionsmäßig schaut es aber auch sehr schlecht aus, oder? 9 Kugeln haben wir noch. Und 11 in der anderen. Oh, Munition schaut richtig rar aus gerade. Wenigstens sind wir dahin, da wo wir hinkommen sollten, wollten. Und wenn ich natürlich verschieß wie so ein Trottel. Dann kommen wir nicht wirklich weit. Aber dafür können wir jetzt da runter. Und das machen wir. Wenigstens macht das Licht dann hier. Hier unten gibt es nämlich noch einen Schatz. Und den holen wir uns. Jetzt habe ich die falsche Waffe nachgeladen, oder? Ja. Wenigstens eine Menge Munition. Und wo ist der Schatz? Die Hunde sind oben. Ich schaue kurz auf die Karte. Der Schatz ist da? Na, da gehen wir jetzt sicher nicht rauf. Dann hat es sich hier unten wenigstens für die Munition gelohnt. Na gut. Oh, kommen wir da wenigstens rein? Ja, Gott sei Dank. Aber jetzt schnell da rein. Also die Hunde sind echt assi, ey. Scheiße, was für ein Maul die haben. Oh, und hier ist ganz schön neblig. Oh, wie... Wow! Da ist eine Schlange, das habe ich ganz vergessen, dass das noch gibt. Viper. Damals haben sie immer nur ein Ei fallen gelassen. Oder Geld. 1000, das ist schön. Oh, wunderbar. Auch wenn es nur 3 Schuss sind, die nehme ich. Jetzt sind wir Richtung Schatz. Der liegt geradeaus. Wow, das ist richtig cool. Wieso wird denn das nicht öfter verwendet, sowas?
Schlaf selig und gedeihe, mein Kind. Aha. Akte erhalten. Ist hier der Schatz? Nein. Hier ist nicht der Schatz. Da könnte erste Hilfe spray. Aber auch gut. Flintmunition, noch besser. Die brauche ich auf jeden Fall für die Hunde. Aber ich sehe halt echt nicht. Da ist der Schatz. Seidenkristall. Oh. Ich habe neue Ware auf Lager. Komm, wirf einen Blick drauf. Mhm. Jetzt fehlt es mir wirklich, dass es nicht auf Englisch ist. Allein schon, wenn man das... Oh, what are you buying? Oh. Ein guter Freund ist schwer krank und ich würde ihm gerne ein paar leckere Vipern servieren, bevor es mit ihm zu Ende geht. Drei Vipern verkaufen. Ich habe erst eine. Willkommen. Ja. Ich habe was Neues für dich. Oh. Sonderangebot, Bolzenwerfer. 20%. Kein Platz haben wir leider für ihn. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Ja, schön, aber ich habe keinen Platz. 10.000 für Maschinengewehr. Verkaufen können wir. Okay, die verticke ich schon mal nicht. Kann ich die Viper so verkaufen? Okay. Ich wusste, du bist ein Macher. Tauschen können wir nicht, weil ich keine pinken Diamanten mehr habe. Blendgranate und Bolzenrezeptur. Wir können auf jeden Fall ein bisschen tunen wieder. Die Feuerkraft unserer Pistole. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Wollen wir die Waffe mal so richtig eskalieren lassen? Was meint ihr? Machen wir den Schaden. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Hier, wie du es haben wolltest. Gut, wir haben jetzt mal alles in unsere Pistole investiert. Stirb mir da draußen nicht weg. Habe ich nicht vor. So. Jetzt schauen wir nochmal kurz in unserem Koffer. Oh, der ist echt ziemlich voll. Räumen wir den mal kurz auf. Der schaut doch schön aufgeräumt aus, oder was meint ihr? Also ich finde das gut, mir gefällt das. Dann schauen wir mal, wo uns der Weg hier weiterhin führt. Ich denke, wir könnten jetzt bald zur Kirche kommen. Oh, wir sind bei der Kirche. Oh. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, meine Freunde, dann schaltet wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Servus, ciao.